Hallo! Und bei sonnigblauem Himmel fahren wir durchs Durmitor an die Küste nach Kroatien. Da telefoniere ich mit einer Firma zwecks der Standheizung. Da ich schon alles versucht habe, konnte mir so direkt auch keiner helfen. Das Problem wird an der Dieselpumpe vermutet. Also erstmal ab in den wärmeren Süden. Aber der Ausflug lohnt sich und wir werden wieder mit wunderschönen Panoramen beschert. Die Landschaft sieht aus wie gemalt und lädt zum Träumen ein. Zieht's euch rein. Wir fahren am Pišku Jezero vorbei, der so extrem heraussticht in seiner tiefblauen Farbe. Hammer! Weiter halten wir noch einen tollen Nightview auf die Bucht von Kotor. In Kroatien an der Küste übernachtet, früh ist im Meer geplanscht. Frisch geduscht, geht es über Kotor wieder zurück ins Durmitor. Denn da wartet noch eine Challenge auf uns. Erinnert ihr euch noch an Roxy mit dem weißen Land Rover? Von ihr erhielt ich einen Tipp, um auf die Bucht von Kotor zu blicken. Danke dafür! Die Auffahrt hat sich gelohnt. Zurück mussten wir dann stundenlang über holprige, schlechte Straßen und Schotterpisten fahren. Etwa 60 Kilometer vor dem Ziel bemerkte ich einen Schlag und der Dicke schaukelt sich nach Bodenwellen auf. Am See übernachtet, analysiere ich das Problem und werde schnell fündig. Guten Morgen, das Problem mit der Standheizung habe ich jetzt insofern gelöst, dass ich mir einfach nochmal warme Klamotten zum einen besorgt habe und noch eine zusätzliche Decke. Dann auf dem Weg Richtung Durmitor. Da ist mir nochmal was passiert. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal eine Werkstatt aufsuchen. In der Zeit könnt ihr rätseln, was es sein kann. Ist auch eigentlich ganz einfach, wenn man das Problem gleich sieht. Ich zeig's euch mal. Also der springt da fröhlich hin wie so ein Känguru. So war dann auch die Fahrt gestern. Es war echt sehr, sehr risky und musste natürlich dann auch etwas langsam und vorsichtig fahren. Jetzt werde ich einmal zur Werkstatt fahren und ihr könnt euch noch überlegen, was das sein könnte. In Nikšić an der Werkstatt angekommen, begrüßt mich Boris. Er nahm sich sofort Zeit und baute das defekte Teil aus und fuhr mit einem Kollegen zu einem Freund. Nach gut einer Stunde kamen die zwei zurück. So, also, die Jungs haben jetzt gerade das Teil gebracht oder die Teile. Und zwar ist mir tatsächlich an beiden Dämpfern der Hinterachse der Bolzen unten an der Achse gebrochen. Sehr außergewöhnlich, dass das passiert. Aber Boris, der Chef hier, der hat mir gesagt, vor ein paar Tagen war ein Toyota Land Cruiser da, der hatte genau dasselbe Problem, aber nur an einem Dämpfer, aber auch an der Hinterachse. Ja, jetzt haben sie das repariert, haben was draufgeschweißt, das war nämlich auch meine Idee, dass man da einen neuen Bolzen draufschweißt und den wieder festmacht, damit ich halt eben weiterfahren kann. Sieht auch sehr gut aus. Seht ihr gleich auf dem Bild. Mega, mega gut. Danke Boris schon mal an das Team. Und es geht weiter. Es fühlt sich wieder so gut an. Es schaukelt nichts mehr. Es ist wirklich einwandfrei, haben sie gut gemacht. Ja, ich bin echt happy hier. Zurück im Durmitor bin ich bei Ivan und seinen Brüdern eingeladen, auf ihrem Gelände zu übernachten und gaben mir eine leckere Brotzeit. Ich kochte gehacktes Huhn mit Chilis und Bohnen und lud Maria und Milica und Ivans Onkels ein. Aber nicht alle vertrugen die Schärfe. Es war ein schöner Abend und wir stoßen auf die Freundschaft an.
Живьем. Ljuto je puno. Zvaću mu piće, reći za ovo što me ovako ljutio noćas. What did he say? He says one beer for you because you made him so angry. Jetzt noch ein bisschen kuscheln mit Diego und am nächsten Morgen machen wir uns zu viert auf den höchsten Berg Montenegros. Der Bobotov-Krug. Wieder eine Folge für Diego. Bis dahin und gute Nacht, my friends. Bye bye.